Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Teambuilding der NPBL. Der letzte Spieltag lief ja doch einigermaßen gut. Zwar lucky, aber er lief gut. Das Teambuilding für den Spieltag mochte ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir spielen nämlich gegen Schweini mit seinen Justice Warriors. Wunderschöne Dragon Ball. Super Referenz, by the way, an der Stelle. Grüße gehen raus. Das Ding ist, ich habe zwei riesengroße Probleme. Das erste, das ich eher noch handeln kann, ist tatsächlich Espinodon. Espinodon mit Drachentanz. Das ist was ich nicht gerne habe. Und vor allem das zweite, The Trick Room. Das ist problematisch. Also wir sehen ja beide Teams gerade auf jeden Fall mal. Und wenn dieser Kackdrache auf plus 1 geht, habe ich ein großes Problem. Weil leider habe ich nur sowas wie, Tinkerton, was da potenziell halt die Steps so beide ein bisschen resistet. Und das Problem daran ist halt, dass Tinkerton jetzt auch nicht gerade unbedingt die beste physische Verteidigung hat. Wenn das Ding 105 in der physischen Verteidigung hätte, wäre das definitiv schon einfacher. Zusätzlich hat dieses Ding halt leider auch noch Erdbeben. Und das ist halt sehr effektiv gegen mein kleines Hammermädchen. Und das ist uncool, weil sonst ich muss mein Team auslegen, dass entweder jedes Mon verhindert, dass der irgendwie halt sich setupt und dann eskaliert, weil das wäre scheiße. Und vor allem muss ich trotzdem auch noch was in der Hinterhand haben, dass wenn er es dann doch schafft, irgendwann mal auf plus 1 zu gehen, dass er dann nicht komplett durch mein komplettes Team durchfällt. Und das Ganze zusätzlich noch, indem ich irgendwie damit klarkomme, dass er Trick Room spielen könnte. Denn sein Team ist doch tatsächlich auch teils ein bisschen langsam. Ich meine, er hat halt sowas wie, Hatterene war... ich weiß, ihr ruft es alle gerade raus. Celebrimbor. Und dann hat er halt auch noch Olithena. Das sind halt schon mal zwei Mons, die im Trick Room sehr gut funktionieren. Vor allem halt auch Skellokroc. Und Skellokroc ist Scary Croc im Trick Room, weil er halt mit Lodalied auch eine Attacke hat, die halt seinen Spezialangriff halt immer boostet. Und dann kann das halt richtig, richtig nervig werden. Und mein langsamstes Mon hat 65 Speed. Das ist vielleicht an sich ganz okay. Wenn der Gegner potenziell Trick Room spielen kann, dann ist das ziemlich beschissen, denn mein langsamstes Mon wäre dementsprechend sowas wie Aquana oder Frosmoth. Das ist semi-gut, weil ich kann halt einfach... Ich habe überlegt, das kann ich jetzt schon mal sagen, ob ich sowas wie Rotom mitnehme und dem einfach den, heißt es auch im Deutsch, Bizarro-Service gebe, sodass im Trick Room seine Init sinkt. Das Problem ist nur, er ist halt trotzdem immer noch dadurch schneller als, keine Ahnung, sowas wie Olithena oder Celebrimbor. Also selbst wenn ich den komplett minus Speed spiele, weil natürlich wird er dann halt auch, wenn er Bizarro spielt, gerade diese Mount mit minus Speed spielen, selbst mit minus 1 oder sowas, bin ich halt immer noch schneller. Und das ist halt einfach wirklich kacke. Und ich habe ewig lange rumgefuchst. Also wirklich, ich saß sehr lange im Teambuilding über, ich glaube, über 3 Tage verteilt immer mal wieder so ein bisschen. Ich habe gerade ein Mittagsschläfchen gemacht, noch vor dem Kampf. Weil ich kämpfe auch in ungefähr 1,5 bis 2,5 Stunden. Ich mache das halt meistens immer so, dass ich mich immer so ein bisschen mal hinsetze, dann mal so ein grobes Konstrukt aufbaue. Dann, wenn ich keine Lust mehr habe, aufhöre mit dem Teambuilding, was anderes mache. Und eventuell kommt mir dann halt so spontane Idee, was ich noch machen kann. Mir ist hier nichts wirklich eingefallen, wie ich das potenziell handeln kann. Und das ist halt einfach wirklich scheiße. Das ist halt echt nicht gut, denn... selbst, also ich meine, wie gesagt, so Baxcalibur versuchen zu handeln, das funktioniert mit meinem Team halt noch, weil ich halt potenziell viele schnellere Mons habe. Ich habe so die ein oder andere Prio, was man da machen könnte. Das Problem ist dann aber halt Trick Room zu handeln. Das könnte sehr, sehr schwierig werden, weil das Ding ist, ja, ich könnte doch einfach Hatterene taunten. Ja toll, das Ding an Magic Guard und wirft den Taunt zurück. So, ich kann nicht verhindern, dass dieses Ding potenziell einen Bizarro-Raum rausbekommt. Und wenn es den rausbekommt, dann sieht es halt, wie gesagt, eher meh aus. Und deswegen muss ich halt gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme. Zusätzlich ist halt auch noch ein Toxapex. Also darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wisst ihr eigentlich, dass Toxapex echt nervig ist? Nee? Dann habt ihr was verpasst. Nein, das Ding ist halt super, super defensiv, super nervig. Es hat kein Scald mehr, aber irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass juckt Toxapex nicht so krass, weil es dann halt safe toxicen kann. Weil das ist ja meines Wissens auch noch Mon... ich habe es gerade nicht nachgeguckt, glaube ich. Also Toxin haben. Und kann dann halt potenziell Sachen toxiken. Es kann Giftspitzen rauslegen.
Und das Ding braucht nicht mal unbedingt ins Gold. Das spielt jetzt dann halt, keine Ahnung, Aqua-Durchstoß oder Surfer oder sowas. Macht natürlich eh nicht viel Schaden, aber einen Angriffshof spielst du halt wegen Taunt. Und ja, das ist dann halt auch nochmal nervig, weil versucht das Ding mal auch down zu bekommen. Toxapex stirbt nicht so einfach. Dann ist da potenziell noch ein Restadero, was halt auch noch nervig werden kann. Immerhin hat er kein... Wobei, das Ding ist, er hat potenziell Feldrastadero, weil er halt Olitene hat. Und wenn das gehittet wird, dann holt er halt Grassy Terrain raus und dann kann er Grassy Seed auf Restadero spielen. Das sehe ich gar nicht so als Riesenproblem, weil ich halt wirklich... Also Trick Room ist das größte Problem und das Problem, das ich nicht wirklich handeln kann. Vielleicht bin ich auch komplett blind und ich sehe hier alles komplett falsch und ich habe in meinem Team die perfekte Antwort auf Trick Room. Aber ich sehe sie tatsächlich nicht. Deswegen, ja, das Ding ist dann auch noch da. Dann ist da noch Sandfell, das Magneton, das halt nochmal ein bisschen schneller ist, aber das ist halt da, das kann ich einigermaßen noch handeln. Das Auto ist, ja okay, ist halt auch gefühlt so da. Ich finde jetzt nicht, dass das ein riesen krass großes Problem ist. Klar, es kann sich boosten, ich muss da trotzdem ein bisschen aufpassen. Hat aber halt auch eine vierfache Bodenschwäche. Und deswegen, okay. Nigiragi, ich liebe das Sushi-Ding. Das ist mein Favorite. Ich glaube, ich liebe Nigiragi einfach in dieser Generation. Ich meine, guckt euch diesen Blick an. Aber es ist halt auch schwierig, weil das Ding halt auch einen guten Spezialangriff hat, aber ich rechne eher nicht damit, weil ich sehe halt eher Toxapex und Espinodon in seinem Team. Und das Ding hat halt beide Typen von denen, deswegen ja. Zubiris ist potenziell auch noch da. Das heißt, er hat auch noch einen Prank-Summon, was mich halt einfach Will-O-Wispen könnte. Die einzige Hoffnung, die ich ein bisschen habe, ist, dass halt zum Beispiel meine Donnersichel halt immun dagegen ist, wenn er halt Prankster Willow drückt, weil Dark-Type und deswegen habe ich da irgendwie noch vielleicht ein bisschen eine Chance. Und dann ist Elektroball da. Der ist mir eigentlich relativ, weil Elektroball, finde ich, kann man handeln. Da musst du dich nicht mal groß vorbereiten. Der ist halt schnell. Oh. Er muss mir gleich einen Energy reinhauen. Aber es hat Elektroball da. So. Wir haben jetzt aber genug über die Teams geredet. Wir gehen zum ersten Mon. Und da habe ich einmal mein Lycanroc. Ich habe es mal Bowling genannt. Ich habe echt ein bisschen länger überlegt. Mir gingen die Namen aus, die gepasst haben. Wir haben Lycanroc zum ersten Mal dabei. Also, Wolverock. Wir haben genug Speed, um, welches Mal war es nochmal, Sandfeld zu outspeeden. Ist, glaube ich, relativ klar. Ist das nächste, was kommt. Resladero kann ich eh nicht outspeeden, deswegen nehmen wir Sandfell. Wir haben Close Combat. Wir spielen, by the way, keine Steinkante, denn Close Combat ist durch Tough Claws tatsächlich einfach stärker als Steinkante. Und was treffe ich mit Steinkante sehr effektiv? Espinodon, das tue ich auch mit Close Combat. Skellokroc, aber das tue ich auch mit Drill Run. Oder Acelerock, also Turbofelsen. Was treffe ich noch mit Gestein sehr effektiv? Das war es tatsächlich schon, deswegen wir spielen nicht mal Steinkante, was brauche ich halt nicht. Wir haben Life Orb als Fähigkeit, by the way, als Item, um halt noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Drill Run, ich habe überlegt, ob ich Psychobeicher das spiele, was noch ein bisschen stärker ist, aber Drill Run ist halt auch nochmal gut, weil Sandfell trifft. Es trifft halt auch Skellokroc, es trifft halt auch nochmal das Auto und vor allem halt auch Elektroball. Und es wird halt auch durch Dings geboostet, durch Tough Claws tatsächlich, deswegen können wir einfach, ja, Drill Run spielen. Wir spielen SD, weil ich die Hoffnung ein bisschen habe, dass ich vielleicht ein SD gegen Toxapex rausbekomme, wenn er halt Baneful Bunker hat, um, oder Protected, aber warum sollte man Protecten, wenn man Baneful Bunker hat, um das Ding halt zu toxinieren und dann kann ich halt vielleicht einmal gegen Swords dancen, wenn ich mich traue. Und dann ist tatsächlich das Ding halt super gefährlich und dann haben wir halt natürlich noch Turbofelsen als Prio, auch nochmal gegen Skellokroc, auch nochmal gegen Bexcalibur, gegen Resadero, gegen seine schnellen Mons kann ich halt potenziell am Ende mit einem Turbofels nochmal ordentlich Schaden machen, dementsprechend, ja, ist das glaube ich relativ klar. Dann kommt Zuko, den scarfen wir. Warum scarfen wir den? Einmal, weil ich so einen Mon habe, also ich wollte halt einen Scarfer trotzdem mal mitnehmen, damit ich halt potenziell ein Mon habe, was ein bisschen fixer ist unterwegs. Der trifft halt einfach mit Psychic und Armor Cannon alles. Der trifft halt mit Psychic, was ganz geil ist, Toxapex. Der trifft Resladero. Die Armor Cannon trifft halt neutral zumindest. Halt auch noch sowas wie Bexcalibur, Sandfell. Olitena wird halt von getroffen. Die Armor Cannon trifft halt auch Zalembrim. Die trifft das Auto. Nigiragi wiederum mit Psychic und die anderen zwei halt auch potenziell wieder mit der Armor Cannon. Wir haben einmal Clear Smog, denn falls er sich irgendwie mit Zalembrim Core minden möchte oder sowas und da irgendwie ein Stuff abziehen möchte oder, keine Ahnung, Lodalied voll krass hochgeboostet ist und ich habe nur noch zwei Monster oder so, dann drücke ich halt Clear Smog, um seine Boost wieder wegzubekommen, weil so geht der am Ende vielleicht nur plus 1. Und ja, dann haben wir noch zum Schluss Trick, weil vielleicht können wir halt, keine Ahnung,
irgendwie einen Trick auf Zilembrim oder Toxapex draufkriegen, so. Deswegen, weil ich hab halt, ich brauche die zwei Moves, den machen wir auf Nummer sicher und den machen wir einfach auf Nummer sicher. Wir haben trotzdem Weak Armor als Fähigkeit, weil Flashfire. Don't know. So, mit Weak Armor bin ich dann halt noch ein Stück schneller. Falls ich halt in eine Eisattacke zum Beispiel das Ding reinwechseln will und dann Move Tank, während er halt mit Excalibur geboostet ist, auch wenn ich echt nur überlegen bin, ob ich tatsächlich Flashfire spiele, einfach nur für Loderlied und Mystical Fire können wir dann auch nochmal ein bisschen abfangen. Spiele ich Flashfire oder Weak Armor? Das ist gerade tatsächlich interessant. Aber Flashfire ist halt geil gegen Loderlied. Und you know what? Wir spielen Flashfire einfach nur, um Switchen für Loderlied zu haben. Deswegen spielen wir doch Flashfire. Ich meine, ihr seht schon das richtige Set. Ich lese das gerade alles nur von Showdown ab. Deswegen spielen wir, komm, wir spielen Flashfire. Einfach nur, um Loderlied noch ein bisschen abfangen zu können, damit er sich da nicht unbedingt boostet. Dann können wir nämlich eventuell vielleicht ein bisschen hinterher switchen. Dann haben wir unseren zweiten Scarfer, denn wir haben keine Item Claws. Und ich habe einen zweiten Scarfer und das ist Donnersichel. Ah, oh, das ist schwierig. Also, erstmal genug Speed, um Sandfell auch zu outspeeden. Resadero wird da nicht scarfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn doch, respectable, aber dann kann ich es eigentlich gut handeln. Und deswegen, ja, so kann ich vor allem Element spielen, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Wir spielen den Scarf, um schneller zu sein als ein plus 1 Excalibur. Weil, wenn halt plus 1 geht, habe ich ein Problem. Deswegen kann ich da reingehen, outragen und es dann halt potenziell killen. Oder je nachdem, wie low es ist, vielleicht sogar Iron Headen, damit er Zilembrim nicht mehr reinholen kann. Ja, deswegen auf jeden Fall den Scarf dann nochmal drauf, einfach um einen zweiten Scarfer zu haben. Earthquake ist, glaube ich, relativ klar. Trifft auch sowas wie Sandfell, trifft Toxapex vor allem sehr effektiv, trifft das Auto. Ich sag die ganze Zeit Auto, weil ich echt gerade den deutschen Namen davon nicht mehr weiß. Wobei nicht mal den englischen. U-Turn, wir haben Scarfer, wir haben U-Turn. Why not? Ich muss mich nicht boosten. Und ja, Donnersichel ist am Ende eventuell noch ein bisschen zu, ja, zu sweepen da, um ein bisschen Schaden zu machen, weil mit 139 Element Attack Outrage, das macht halt Schaden, wenn das nicht gerade resistet und der hat souverän zwei Pokémon, die erst resisten und das ist Auto und Zilembrim und wenn die halt weg sind, das Auto, mit dem rechne ich nicht so krass, Zilembrim schon eher, aber wenn Zilembrim weg sein sollte, weil er den Bizarro rausgeholt hat und ich es schaffe, ihn auszustallen, dann kann ich halt super, super guten Schaden tatsächlich mit Outrage einfach machen, vor allem, weil es halt nicht outspeeden kann, außer er scarft sein Hawlucha. Oder natürlich, er spielt halt, wie gesagt, Grassy Seed Hawlucha mit Ulitena. Dann hat er natürlich noch was, was ein bisschen schneller ist. Aber, ja, wie gesagt, dann muss ich nur gucken, dass ich eventuell Hawlucha einfach nicht de-dancen lasse. Dann haben wir tatsächlich Zanaconda zum ersten Mal dabei, denn ich wollte tatsächlich noch einen Mon mitnehmen, das halt Hawlucha ein bisschen handeln kann. Wir spielen es trotzdem speziell defensiv, denn wenn wir uns ein Team angucken, ja, also gegen Excalibur mache ich eh nicht so viel. Wenn der sich boostet, habe ich eh ein Problem. Und Hawlucha ist das andere physische Mon, was er tatsächlich noch hat. Der Rest ist tatsächlich eher speziell abgesehen auf dem Auto. Auto kann ich super handeln, das sollte kein großes Problem sein. Deswegen, ja, wir sind Only Attack Earthquake. Ja, ich mache nichts gegen Hawlucha. Ich glaube, und da gehe ich jetzt vielleicht ein kleines Risiko mit ein, nicht, dass er Delegator spielt, weil dann können wir das Ding einfach mit dem Schlangenblick treffen. Und dann ist es paralysiert und dann ist Hawlucha nicht mehr so ein großes Problem, selbst wenn es Double Speed hat, weil dann hat es wieder normalen Speed. Und dann können wir es wieder mit zwei Mons outspeeden. Wir haben immer noch eine Prio dahinter, deswegen ich spiele only Earthquake. Klar, macht auch nicht viel gegen Ulitena, aber ist es mir ehrlich gesagt worth. Denn ich wollte unbedingt Rest Shedskin spielen, weil ich muss ein bisschen healthy bleiben. Ich habe lange, lange überlegt und das sind so die zwei Mons, also das hier und das vorletzte Mon, das hier und das letzte Mon, habe ich super lange überlegt, was ich da mache. Die anderen waren relativ fix, weil ich da halt irgendwie ein bisschen Schaden machen wollte, so und nochmal gucken. Aber das war sehr, sehr schwierig. Das Set war super lange physisch defensiv, bis ich dann gesagt habe, nee, komm, ich gehe speziell defensiv, um auch nochmal einen guten Switchen für Sandfeld zu haben, weil das Ding kann tatsächlich auch ein bisschen nervig werden, weil es halt sowas wie Earth Power hat. Und ja, zusammen mit der Kombi aus, ja, Elektro ist halt ein bisschen schwierig, weil natürlich wäre Aquana der perfekte Switcher, aber wenn er Specs spielt, ist selbst ein speziell defensives Aquana kein Switcher mehr. Und ja, deswegen Rest Chatskin mit Leftovers, um einfach so fit wie möglich zu bleiben. Zusätzlich Claire, hatte ich schon gesagt, und Tarnsteine, denn ich würde ganz gerne die Tarnsteine rauskriegen, einfach um ein bisschen Schaden zu machen. Ich muss natürlich super gut aufpassen, dass ich die nicht raushole,
gegen Celebrimbor oder beziehungsweise dass es halt in Celebrimbor geht und ich dann die Tarnschale abbekomme, das wäre halt kacke. Glare funktioniert da leider auch nicht, da können wir halt nur mit Earthquake Schaden machen. Aber wir haben halt potenziell die Möglichkeit, auch von Celebrimbor dann ein bisschen so einen Modest Psychic zu tanken, wenn sie vielleicht nicht gerade live Orb ist. Aber ich rechne halt, wie gesagt, eher mit Trick Room Celebrimbor. Und deswegen, ja, sonst ist der halt einfach, der steht ganz gut da. Ich habe überlegt, ob ich einen Sandsturm spielen soll für ein bisschen Chip Damage, aber der tut mir halt selbst auch ein bisschen weh. Gerade auf zwei von meinen sechs Monster halt nicht, aber auf den anderen vier, deswegen Shedskin Rest, um einfach die Recovery noch ein bisschen zu haben. Gucken wir mal, was die Schlange macht. Dann haben wir Sokka. Ja, ich wusste nicht, wie ich die Ente nennen soll, mir ist kein Spitzname dafür eingefallen, aber wir spielen Sokka mit den Boots. Sokka mit den Boots, also Bylonda, das war der Name, ist an sich super gut, vorausgesetzt, Toxapex ist weg. Toxapex wallt das Ding halt leider, genau wie es Pelipper schon getan hat, nur tatsächlich noch mehr, denn das Ding hat einfach gar keinen wirklich krass guten Move gegen Toxapex, außer natürlich Brave Bird, aber meh. Wir spielen trotzdem Aqua Step Close Combat als Main Steps natürlich, weil ich drücke die Moves und basically kriegt alles super guten Schaden, also halt wirklich alles. Mit Aqua Step gehen wir plus 1 Speed, was halt auch ganz geil ist, weil ich danach halt so oder so auch alles outspeeden kann. Und ja, wir spielen U-Turn, um eventuell Toxapex ein bisschen reinzubaiten, deswegen ich würde gerne die Tarnsteine rauskriegen, dann den und dann U-Turn, weil da kommt halt immer Toxapex. Und dann kriege ich halt potenziell irgendwas anderes rein, was Toxapex ein bisschen besser handeln kann. Und zum Abschluss hatte ich noch einen Move über und dann dachte ich, ja komm, wir spielen Boots tatsächlich, weil ich habe echt keinen Bock auf Giftspitzen. Und so habe ich halt immer ein Mon, was Rapid Spinnen kann. Und prinzipiell kann ich halt auf den Switchen, wenn er in Toxapex geht, immer Rapid Spinnen und krieg dann wieder einen Free Switch ohne Hazards und kann halt was reinholen gegen Toxapex. Und die Ente kann ich selbst immer wieder natürlich dann in Giftspitzen reinholen. Und ja, deswegen haben wir einfach Rapid Spin gespielt, weil ich noch ein bisschen Hazard Removal haben wollte und ja, Bulk ist ja an sich bei dem Ding so oder so naturell so ein bisschen vorhanden mit 85 KP, 80 Death, 75 Special Death, so, das kann mal einen Move tanken. Und dann hoffe ich halt, dass wir am Ende, wenn Toxapex weg sein sollte, das Ding ist, er darf Toxapex halt nicht wegwerfen, bevor die Ente weg ist, weil sonst hat er ein großes, großes Problem tatsächlich mit der Ente. Und zum Abschluss haben wir einmal nochmal Rotom und ich habe hier, oh Gott im Himmel. Dieser Slot, da war basically, wenn ich mal in mein Team reingucke, jedes andere Mon wurde schon mal considered. Ich habe Tinkerton überlegt, das habe ich vorher schon gesagt. Ich hatte Traumagil considered, ob ich Specs Traumagil spiele mit Shadow Ball, weil sein Normal-Type halt, ja, Olitena ist. Und deswegen habe ich überlegt, spiele ich da eventuell vielleicht ein Specs-Set, weil, keine Ahnung, das macht Schaden gegen Celebrimbor. Dann war Skuntank drin, weil ich mir dachte, will ich selbst Giftspitzen legen oder einen Grounded-Poison-Type haben. Dann wollte ich so gucken, so, bringe ich Frostmoth mit, weil es spezielle Moves halt einfach aufriss, wenn ich es defensiv spiele, aber das Ding hat leider keinen Roost. Aquana, wie gesagt, gleiches Problem. Excalibur rennt da drüber. Ich kann natürlich sowas wie Brüller, glaube ich, spielen oder sowas. Aber meh. Dann Sandfell bumst halt Aquana auch, wenn es auch nur irgendwie ein Damage Boost ins Item bringt. Oder ich glaube schon fast Modest würde fast schon reichen, um das Ding zu töten. Problematisch. Ich habe mich jetzt am Ende für Rotom entschieden, denn Rotom berührt nicht den Boden. Rotom ist eine super Antwort nochmal auf Sandfell tatsächlich, denn es hat einfach eine Immunität und eine Resistenz gegen seine Steps. Ich kann es super, super gut auch potenziell nutzen, um Excalibur am Sweepen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zu verhindern, wenn ich das Will-O-Wisp treffe. Ich muss das Irrlicht halt treffen, weil wenn er sich gegen Rotom boostet, er kann natürlich die Prunusbeere spielen. Aber wie gesagt, damit bleibt er auf plus 1. Klar, er kann sich weiter boosten, aber er frisst sich dann potenziell in der zweiten Runde nochmal Willow. Und deswegen glaube ich eher, dass er, wenn er Prunusbeere spielen sollte, dass er halt plus 1 geht. Willow kommt, trifft vielleicht Prunusbeere und dann bleibt er auf plus 1 und dann kann ich halt trotzdem danach noch, je nachdem wie angeditscht er ist, halt in Wolverock oder halt Donnersichel gehen, um ihn zu finishen. Und deswegen Willow. Wir haben Leafstorm und Discharge. Discharge, weil ich tatsächlich die Paras möchte. Ich möchte potenziell Paras haben, wenn sowas nämlich reinkommt wie Celebrimbor hier, was halt da potenziell reinkommen könnte, dann ist da halt eine Para ganz gut, weil dann habe ich halt die Chance, dass der Bizarraum nicht rauskommt. Und dementsprechend spiele ich Discharge wirklich für die Para über Donnerblitz und Wall Switch ist klar, so, ich kann rausswitchen. So, ich hole Rotom in irgendwie was rein oder so und kann dann halt prinzipiell Wall switchen und krieg dann halt ein bisschen Switch Advantage. Wir sind Modest Full Special Attack für den Schaden, denn ich muss tatsächlich, wenn er Poxapex physisch defensiv spielt, was ich mir so gut vorstellen kann,
dann kann ich jetzt mit Discharge, ich glaube zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit, das Ding sogar two-hitten, wenn keine Tarnsteine liegen. Wenn Tarnsteine liegen, dann ist es, glaube ich, ein relativ safer two-hit, aber das will ich halt, will ich mir nicht nehmen lassen. Klar könnte ich das mit Donald, ist viel safer, aber mir ist da die Paare ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Ja. Ich spiele da nochmal Überreste drauf. Ich habe, wie gesagt, überlegt, ob ich Bizarro-Service Rotom spielen soll, aber es ist trotzdem noch langsamer. Und ja, Rotom kann ich dann halt in den Spukbar reinholen, wenn Skellokrok da sein sollte, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt in Zuko und fange Lodalied ab. Ich gehe in Rotom, der fängt halt zum Beispiel sowas wie einen Shadowball ab, oder ich gehe halt in Donnersichel, um den Shadowball abzufangen, und dann kann ich ja potenziell überlegen, ob ich wieder zurück in Zuko gehe oder irgendwas anderes pullt, um halt den Bizarro auszusollen. Es wird schwierig. Ich habe das Gefühl, ich kann hier richtig heftig auf die Schnauze fallen. Und ja, schauen wir mal. Es wird super schwierig. Vor allem, wie gesagt, er hat auch das erste Match gewonnen, der gute Schweini, die Saudi. Das heißt, einer von uns wird ja höchstwahrscheinlich, oder was heißt höchstwahrscheinlich so, einer wird mindestens stolpern. Im weirdesten Case wird es ein Unentschieden, dann sind beide quasi so ein bisschen gestolpert, aber konnten sich noch halb fangen, aber es wird schwierig. Vor allem, ich habe noch nie gegen ihn gespielt, ich habe keine Ahnung, wie er spielt, kein Plan, ob ich ihn readen kann, aber schauen wir mal. Von dem her werde ich das Team jetzt gleich erstmal gennen, oder beziehungsweise vorbereiten muss man es ja nur. Und dann schauen wir mal, von dem her sieht man sich morgen dann zum Kampf. Der kommt, glaube ich, jetzt tatsächlich als erster, also sind wir morgen, glaube ich, um 13 Uhr dran, von dem her... Däumchen sind gedrückt.